FCZ-Trainer Rolf Ringer war ernüchtert nach der Heimniederlage gegen Thun. Ganz anders natürlich sein Gegenüber Jeff Saibene. Der Aufsteiger will den Schwung mitnehmen in die heutige Partie. Zu Beginn klappt das ganz gut. Das Heimteam findet sofort ins Spiel und lanciert in der zweiten Minute diesen schönen Angriff. Abeglen sorgt in der Zentrale sofort für Betrieb. Die Ostschweizer gehen die Aufgabe mit breiter Brust an. Die Gäste in Rot freunden sich nach und nach mit dem Gegner und dem Regen an. Das nasse Geläuf lädt zu Distanzschüssen ein. Kukuruzovic prüft Lopar. Nach 26 Minuten dieser Skarione-Eckball Stoklaser mit der zweiten Kopfball-Top-Chance für die Ostschweizer. Das Heimteam mit Vorteilen bei Duellen in der Luft. Grün-Weiß kommt immer besser in Fahrt. Ballverlust Beda. Nico Abeklen hat freie Bahn. Abeklen gebremst von Glarmer. Die Frage ist nur faul oder nicht. Für Jeff Saibene ist der Fall klar, 11 Meter. Der Pfiff aber bleibt aus. Die Situation schwierig zu beurteilen, selbst in der Wiederholung. Der FC St. Gallen hat sich einen Chancenplus erarbeitet. Bislang stimmt der Ertrag nicht. Das ändert sich allerdings in der 38. Minute. Oskar Skarione mit dem 1:0. Pamodou liefert die Vorlage und Oskar Skarione trifft via Pfosten. Der FC Zürich bleibt die Antwort nicht schuldig. Freistoß Kukuruzovic und Gavranovic wuchtet den Ball zum 1:1 ins Netz. Der Ausgleich in der 41. Minute. Gavranovic gewinnt den Zweikampf gegen Ivic. Der neue FCZ-Stürmer beweist, wie wertvoll er für die Stadt Zürcher ist. Die Partie kurz vor der Pause abwechslungsreich. Ein offener Schlagabtausch. Janjatovic, Cengiz Kavusevic, eben für den verletzten Abeklen ins Spiel gekommen, markiert das 2:1. Es ist das erste Super League-Tor für den Slowenen. 2:1 das Pausenresultat. Das St. Galler Form hoch hält an. 13.494 Zuschauer in der Arena sind mit dem Gebotenen zufrieden. Die zweite Halbzeit ist hart umkämpft. Der FCZ investiert viel, kommt aber zu keiner Torchance. Harmlos, was die Zürcher zeigen. Der FC St. Gallen steht defensiv kompakt und begnügt sich auf einzelne Konterattacken. So wie hier. Kavusevic, Cengiz Kavusevic eiskalt. Die erste nennenswerte Möglichkeit in der zweiten Halbzeit bringt die Entscheidung. Das 3:1 in der 81. Minute durch den Doppeltorschützen Cengiz Kavusevic. Der FC St. Gallen gewinnt und ist damit neuer Leader in der Super League.